Meine Damen und Herren, anlässlich seines 70. Geburtstages im August diesen Jahres ist Leonard Bernstein als einer der vielseitigsten Musiker unserer Zeit in allen Medien gewürdigt und vielseitig gefeiert worden. In der nun folgenden Sendung dirigiert er zunächst ein eigenes Werk und im Anschluss daran zwei Kompositionen von George Gershwin, die Rhapsody in Blue und Ein Amerikaner in Paris.